Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn mit Chantal, Lafichi. Katzen sind wieder weg. Und wir sind immer noch in der Wespenhöhle. Und müssen jetzt noch da hinten irgendwo. Da kommen wir wieder zurück. Ja, und dann müssen wir da hoch und dann rechts. Ach so, du hast einfach irgendwo hingezeigt. Nein. Jetzt Doch. rechts hier gleich. Das ist links für mich. Nee, und jetzt müssen wir. Wir müssen gleich rechts abbiegen. Dem Straßenverlauf folgen und dann rechts. Dem Schienenverlauf folgen und dann rechts abbiegen. Hier sind keine Schienen, hier sind Bretter. Ja, und ehemalige Schienen. Und jetzt müssen wir hier rechts abbiegen. Rechts abbiegen mal richtig. Okay, oh mein. Tschüss. Hallo Wespen. Ich fick euch jetzt alle. Gute Investments, die halten nichts aus. Ja, wirklich, Alter, die sind nach, na, zwei Schüssen von mir hin. Die Also normalen sind auch wirklich nach zwei hin. Schlägen von mir hin. Ja, vielleicht doch nur einen Schuss, ich habe nicht drauf geachtet. Gott, ich habe schon ja tausend Sachen Also da. alles, was ich gekillt habe, war mit einem Schuss tot, aber ich dachte, weil du es vorher gedamaged hattest. Ja, ich habe auch einen AOE-Damage, wenn ich reinspringe. Die fallen auch so richtig lustig hin. Gutes Spieldesign, 10 von 10 Punkten würde ich Das ist kaufen. realistisch, dass Wespen einfach umfallen. Freddy, wir haben das gekauft. Oh. Also ich finde, man sollte uns mal sponsoren übrigens. Ja, vor allen Dingen Kro sollte uns sponsoren. Weil wir das immer so gut von ihm reden. Ja, ist echt ein toller Typ. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ist echt ein Ist ein toller Typ. Rapper. So ein Rapper? Ih, So so eine einen Rapper mag ich ja gar nicht. Junkie-Hipster-Fotzen-Musik. Oh, Junkie-Hipster-Fotzen sind super. Vor allem für So, Trevor. so würde ich das beschreiben, Junkie Hipster Fotzen. Ja, so würde Trevor das auch beschreiben. Trevor ist aber ein Hipster. Ja, er ist der Hipster, der behauptet, kein Hipster zu sein. Hat Flair nicht ein Lied gemacht, was Hipster-Hass heißt? Ja. Oh ja, ich bin gut. Oh mein Gott! Ich habe übrigens gerade eine Oh Gott, Nachricht gekriegt. stirbst du denn? Die Was? machen doch nicht mal Schaden. Ja, wenn er Wie 20 viel Stück Leben auf hast mich du denn? schon. 700? So ein 10. Was? So ein 10. Nur 10 war es. So ein 10 Wespen. Du warst nicht in 10 Wespen. Wir sind zwei Wespen hinterhergeflogen. Ja, und wir sind aber einfach da gewesen. Oh, Minen, was? So, jetzt sind wir hier unten bei der Brücke. Okay. Okay, ich habe gerade eine Karte gesehen, war dezent verwirrt. Baumstumpf. Oh, Geld. Oh, Geld. Bin jetzt am Ende von 3. Bin jetzt am Anfang von 7. Oh mein Gott. Also vom nächsten Level schon. Ich weiß. So Tank zu sein ist super. Oh Gott, die haben gerade die Wand zerstört, die Pässe. Ich wusste nicht mal, dass sie das können. Können genau das gleiche, was wir können. Das ist Also hier war so ärgerlich. eine kleine kaputtbare Wand und hier sind Achso, so. wollen wir sagen, dass Hagrid eventuell bald weitergeht? Geht das denn eventuell bald weiter? Sobald ich mir mein Dings gekauft habe, ne? Dein Windows? Betriebssystem. Wolltest du nicht einen PC noch dafür machen oder so? Was? Du sagst, du Hein? wolltest deinen alten PC dafür benutzen. Na, boah, nee, ich will nichts mehr. Oh mein Gott, ich will nichts mehr auf meinem alten PC machen. Den kriegt wer anders. Mit einem neuen Betriebssystem und neu aufgesetzt. Also es ist einfach ein neuer PC dann. Nur das Gehäuse ist dasselbe oder was? Ja, Weil und du alles, sagst, was wenn du drin neu ist. auf. Ne, es hat mich neu aufgesetzt. Hast du genau denselben PC noch? Nein, ich meine die Speicherkarte, also die Festplatte. Festplatten neu aufsetzen. Ich muss überhaupt noch mal gucken, ob da irgendwelche wichtigen Daten drauf sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Warum hat er hier Shield? Oh ja, er kann zaubern, danke. Da ist ein Zauberer. Den hole ich mir. Little Warlock. Ich habe hier einen Sacral Knight. Ja. Ist auch ziemlich böse. Vor allem, weil ich irgendwie 1600 Leben weniger habe als du. Hast 1000 Leben. Ja. Nice.
1036. Ich habe über 1600 Leben weniger als du. Kriegst 100 Gold, wenn du runterspringst. Man kann nicht runterspringen. Und wir haben kein Gold. Wir spielen mit Iron. Okay. Kriegst einen Goldschlüssel, wenn du runterspringst. Oh, ich würde sofort springen. Wie hieß das nochmal in Borderlands? War das Zeug? Goldschlüssel. Nein, das andere, das pinke Zeug. Ich hab gar kein... Iridium. Iridium. Ich hab gar keine Ahnung, Iridium. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück nach Arcovia in Foothills. Für Iridium würde ich das nicht machen. Iridium finde ich jetzt nicht so wertvoll. Also ich finde es ganz cool, aber man hat sich nicht alles gekauft. Wir haben es für Iridium gemacht. Was? Wir haben es für Iridium gemacht. Stimmt! Jack hat uns dafür Iridium geboten, ne? Ja, da, ich hab da... Spoiler! I found the Elder, I'm sorry. I'm sorry? Hab ich das Ding gegeben, den Talisman? Doch, Russisch. Ja, den... Was machen wir mit der Scheiße? Start friendly with Rovens. Ja, wollen wir das? Ja, das wollen wir. Interessiert uns diese Stadt? So, das Schild. Bin weg. Das kann hier gibt's eigentlich nur noch Spirit-Sachen, ne? Das nervt gerade richtig. Ja, richtig viele Spirit-Klamotten. Ja, ein paar. Das ist richtig schlimm. Gib ihm alle Fernkampfwaffen, die ich habe. Mach das mal. Oh, brauchst du eine Sense? Nope. Mit 105, bis zu 125 Schaden? Nee. Okay. Braucht kein Mensch. Die blaue Pistole verkaufe ich natürlich nicht. Gut. Ich sollte mir vielleicht ein paar Heiltränke kaufen. Dass ich nochmal erleben darf, dass ich mehr Geld... Oh, da liegen zwei Waffen. Dass du mehr Geld? Dass ich mehr Geld habe als nichts. Also ich habe bis 44.000. Kann ich zwei Pistolen benutzen? Nein, ich kann keine zwei Pistolen... Was ist denn das für ein Abfuck? Ich kann zwei Pistolen benutzen, kann ich die Pistolen auch gleich sein lassen. Aber die Pistolen schießen schneller, glaube ich. Ja, genau, wir machen 61 weniger Schaden. Ich bin schon mal zu dem Dings gegangen, wo du mir mäßig ein paar Tage gemacht, falls du durchgehen möchtest. Ja. Okay. Du sprengen? Yes, das treuse Be- Oh mein Gott. Ich habe kein Dynamit mehr. Ich habe noch eins. Ich weiß. So. Können wir entweder nach hier oben gehen oder nach da rechts? Gehen wir erstmal nach hier oben und hier sind ganz viele Tiere wieder, die mich nicht angreifen. Mich jetzt gerade auch nicht. Ist doch gut. Vielleicht weil wir nicht so nah rangegangen sind. Aber eigentlich sollten die uns trotzdem angreifen oder so. Gehen wir mal durch, ich klicke einfach mal. Du musst die natürlich alle aufschrecken. Ich habe nicht alle aufgeschreckt, ich habe nur geschossen. Das war vielleicht das Problem. Oh mein Gott! Haben sie schon wieder Schaden? Nein, das sind 1000. Ich laufe gerade in meinem Kreis. Die haben mich einfach weggedrückt, als ich meine gemacht habe. Dreckspiel. Es sah einfach aus, als ob du festgelaufen wärst. Hier, ich stand sie! Nimm das! Du verwöhnst sie, du hast keinen Stun. Oh mein Gott! Ich hab'n Stun. Nee, ich kann Stun. Doch Stun Jacks theoretisch, aber. Irgendwie stun die nicht. Nicht so wie mein Schild, sondern der ziemlich lange Stun. Ja. Ich bin schon wieder bei 9 beim Level. Oh, ich bin bei 6. Ancient Armor Plate. Oh, ich hab auch mal wieder was bekommen. Ich krieg auch richtig selten irgendein Stuff, außer halt. Immer. Gezuppel. Immer. Alter. Ja, hier geht's.
geht's ja nicht weiter, schon mal gut. Ich werde 1000 Wege, die immer zu nichts führen. Rocky Coast. Rocky Coast. Ich weiß gar nicht, ob ich bis hierhin schon gespielt habe. Doch, doch, klar, ja, habe ich schon. Hast du ja schon vielleicht beim nächsten Portal, ich bin mir nicht sicher. Guck mal, Gegner. Hui! Wir hätten einfach durchlaufen können. Was, warum wollen wir durchlaufen? Weil die böse sind. Ich hab alles mit. Oh, die machen ja wirklich ein bisschen Schaden. Ups. Ich hab meine Schildfähigkeit aktivieren, die ich vielleicht mal skillen sollte auch. Aber die richtig gut, die bringt mir mehr HP, wenn ich. Also die, da habe ich eine höhere Lebensregeneration. Hast du noch mehr HP? Mehr Schaden machen. Was? Hast du dann noch mehr HP? Bei dem Skill nicht, da habe ich dann nur, da habe ich nur eine höhere Schildblockchance und ein wenig mehr Lebensregeneration. Ich wollte gerade sagen, noch mehr HP wäre ja auch ein bisschen OP. Das habe ich auf anderen Skills. Oh Gott. Ich habe auch einen Skill, der bringt mir einfach mehr Physik. Warum? Gucken wir mal, wo waren das hier? 16% Physik habe ich jetzt schon und beim nächsten würde ich 17% Physik bekommen. Dauerhaft oder nur kurz? Oder? Dauerhaft. Das ist einfach ein passiver Skill, wo ich einfach nur Physik bekomme. Okay. Du kannst sozusagen doppelt in Physik skillen. Physik mit Damage kann ich auch noch skillen. Ja, ich bin nur so. Die Soldier Class ist eigentlich ziemlich gut. Ja, halt Damage, ne? Oder halt Verteidigung, meine ich. Ja, Physik ist ja Verteidigung, Cunning ist ja. Cunning ist Damage. Agilität sozusagen. Ja, Geschicklichkeit. So. Oh, es greift mich alle an. Jetzt greifen sich dich alle an. Ich wollte gerade alle so cool stunnen, aber nein. Du darfst einfach nicht mehr kämpfen, dann greifen die alle mich an. Ja, aber auch nur, wenn ich nicht in der Nähe bin. Die haben mich gerade alle nicht angegriffen, bis du angeschossen hast oder so. Ja. Guck mal, eine Königin. Das ist sie aufgeschreckt. Venom Wing, die sind voll nervig, die Tricksviecher. Worf ist gestorben. Oh, da liegt Geld. Wir machen übrigens Giftschaden. Ich hab keine Ahnung, ob ich Giftabwehr hab. Alter. Oh fuck. Venom Wing Queen. Ja. Oh fuck. Katze, nein. Royal Jelly, das brauchen wir später noch. Ich musste gerade kurz weglaufen. Glaube ich. Der Katze hat mich angegriffen. Der Katze? Ja. Damage an der Katze. Ich würde mich über ein bisschen mehr Sichtdistanz freuen, also wenn man nicht so direkt raufgucken würde. Nicht viel, nur ein bisschen. Ich habe bei Sacred ja auch immer mit der höchsten. Oh mein Gott! Mit der höchsten Sicht gespielt. Kriegst du mehr Schaden? Ein bisschen, ja. Aber Sacred hatte man hier keinen fließenden Übergang und man konnte auch nicht so. Naja, rein scrollen, sondern halt einfach nur hoch und runter. Und ja. Nicht so wie hier so richtig, so ein bisschen mit Perspektivwechsel. Ja. Der Perspektivwechsel ist auch nicht, du scrollst eigentlich auch noch ran. Okay, ein bisschen gehst du halt noch ran, aber. Ja, so wie ein. Wie ein. Time Quest. Kam da aus dem Stein raus. Hab ich mir auch so gedacht, Alter. Hier ist übrigens eine Höhle. Ein Wespennest, das wird dir gefallen. No, wow. Gott, ich liebe Wespennester. Kann das Geld hier nicht einsammeln. Egal, ich habe genug. Kann ich mir auch noch ein goldenes T-Shirt hier kaufen? Würde ich gerne machen. Übrigens noch 5 Minuten. Okay. Okay, ich würde sagen, da geht's weiter. Müssen wir hier lang. Ja, wir haben da auch noch 2 Wege, wo wir weitergehen können, ne? Ja, der eine führt hier hin. Ja, dann weiter unten, meine ich. Achso. Okay. Du auch. Warum nicht?
Wir sind noch ein paar Level über uns wieder. Ja, irgendwie schon. Obwohl du schon so krass levelst. Okay, hier ist nichts. Wahrscheinlich ziehe ich das hoch. Hier ist was. Und ein Haufen mit nichts drin. Geld, Geld, Geld! Voll wenig. Okay. Hier sind wieder Geister, nicht Geister, Skelette. Ich greife einmal an, alle fokussen mich. Bin ich gerade, achso, da bist du. Ja, inzwischen fokussen sie wieder dich, aber eben erstmal alle auf mich. Ja, das hast du ein bisschen verdient, muss ich sagen. Du machst ja schon fast Schaden. Ich liebe es, wenn die so, wenn die kleinen Viecher nichts aushalten, ich sie einfach mal dann alle schon tot prügeln. Also der AOE-Schaden, ja doch, AOE-Schaden macht inzwischen ziemlich gut Schaden. Weil der AOE ist dann auch noch, Ach, guck mal, das sieht schön aus. Ja, wirklich. Bodenstein. Der AOE ist dann nämlich auch noch dort, zusätzlich. Also ich mache auf Fläche Explosionsschaden, dann brennen sie alle. Das ist ziemlich cool. Auch wenn ich eher so der Typ bin, der gerne sofort tötet und nicht erst 10 Stunden wartet. Okay, 3 Minuten, wollen wir in die Höhle reingucken? Ja. Machen wir nächstes Mal in der Höhle weiter, wenn die ziemlich groß ist. Oh! Das sieht Hive. Richtig schön aus. Hive erinnert mich total an Minecraft. Warum? Weil du da Hives versucht hast zu züchten oder so. Was super geklappt hat übrigens. Also da kommen wir nicht weiter. Ich war gerade verwirrt, ob wir jetzt gar nicht in die Höhle reinkommen. Wir das machen müssen, aber ich habe die anderen Weg nicht gesehen. Ne, Freddy? Hives waren auch super, oder? Ja, die haben richtig Spaß gemacht. Also die magischen Bienen habe ich auch komplett verstanden, habe genau gewusst, was ich da mache. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man das machen soll. Ja, weil Jörg meinte, da kriegst du Bäume. Ja, aber wen interessiert's? Das hab ich mich auch gefragt. Ich krieg ja von einer normalen Farm. Es hat Stunden gedauert, bis man überhaupt da. Also, das. Nee! Ja, Jörg meinte auch, das Bienencrafting ist das Schlimmste, was es gibt. Bist du überhaupt das überhaupt so ein Bienenstock gemacht hast? Das dauert Jahre! Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, was so lange gedauert hat. Ach ja, die Kacke mit den. Mit den Dimensionen, die ja ziemlich geil waren. Das hat auch ewig gedauert. Okay, ich auch direkt am Anfang machen. Ja, weil Kishi hier direkt irgendwo einen Atomreaktor aufstellen wollte und das Ding überhitzen lassen. Ja. Weil ich ihm gesagt habe, dass das geht, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann meinte Jörg, die explodieren ja nicht, dann war er enttäuscht. Doch, es gibt welche, die explodieren. Kann sein, dass es nicht bei dir Modpack gibt. Also bei Technik gibt's die. Da musst du Eis reinschmeißen. Jörg hat ja einen Big Reactor sogar gebaut auf dem Server. Ja? Ja, bei uns vor der Haustür steht übrigens jetzt ein Big Reactor. Nice. Direkt vor der Haustür. Das ist doch gut, ne? Nein. Das nervt mich. Er stand da nicht vor die Schmiede? Ja, und dahinter steht jetzt der Big Reactor. Und also. Der ist ungefähr genauso groß wie die Schmiede. Gut. Oder wie auch immer diese Dinger nochmal heißen, ich hab's schon vergessen. Meltery hieß das, glaube ich. Nee, ich meine Big Reactor, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Großer Reaktor. Ja. Nein. Botanisch wollte ich gerade schon fast sagen, aber ich meine eigentlich ja eher so. Oh, ich krieg schon wieder nach. Fachmännisch. Fachmännisch, genau. Fachmännisch. Warte mal kurz. Warte kurz. Ich hab gerade mein Handy entsperrt, bin ja fast gestorben. Ne, ich fast gestorben, aber ich hab ein bisschen Schaden genommen. Ich muss natürlich unbedingt noch Körperpflege betreiben. Also, das ist nicht duschen. Nee, also. Duschen habe ich schon, aber andere Körperpflege. Oh Gott, ich habe Boss gefunden. Oh ja, ich sehe es. Oh fuck, ich habe einen Boss gefunden. Ja, ich sehe es. Der verfickt viel Schaden macht, der tötet mich. Na, tschüss. Den ficken wir jetzt. Ist vorbei. Wenn er mich angreift. Yo, yes! Das ist ein Level 30er, den hätten wir gar nicht angreifen sollen. Egal, YOLO. Den kriegen wir down. Oh fuck, ich muss gerade. Ich habe schon 2 Tränke gegen den genommen. Oh fuck, ich habe auch schon einen genommen. Aber gut, Schaden mache ich dem trotzdem. Und der macht mir fast halbes Leben mit einem Schlag.
doch Argo, what the fuck? Unser Part vibriert, aber den machen wir jetzt noch fertig. Nee, 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 wir beenden jetzt. Ich bin fast tot. Was zum... Hallo, komm her. Fokus du den erstmal wieder. Ist der behindert? Drecksboss. Das gegen Heilen hilft nicht! Ich bin gerade fast gestorben, obwohl ich einen Heiltrank Intus hatte! Ja, der macht halt auch noch ein bisschen Damage over time, ne? Wir haben ja auch noch den einen Level 30er Boss im früheren Gebiet da liegen lassen. Ich haben. Noch die. Aber ich hab Conduit. Was? Das ist ein blaues Item. Die Conduit oder so. Oh, das ist ein Schwert. Ist nice? Ja, das. Epic Two-Handed aber leider. Okay. Macht 64, in einer 46 bis 137 Schaden. Das geht schon. Aber leider ist keiner von uns two-handed. Ja, und das ist, hat auch ein bisschen Spirit noch drauf, also das ist eher so ein Caster-Schwert, denke ich mal. Das macht auch ziemlich viel Elemental Damage. Okay, die Höhle war jetzt nicht so groß. Ach ja, Part. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.